Tag auch. Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute bei der 7. Folge von Übertage beschäftigen wir uns mit dem Thema der 8. März, Feminismus und Frauenstreik. Zusätzlich dazu haben wir heute noch einen Special Guest, diesmal Anna, die uns ein wenig mit ihrer langjährigen Erfahrung in feministischen Kämpfen und Organisationen unterrichten wird. Im Thema Feminismus. Dazu zu sagen, zu der komischen Stimmung und teilweise den Problemen in Aussprache und Inhalt heute, ist, dass wir alle krank werden. Wir haben zwar einen Corona-Test gemacht, der auch negativ ausgefallen ist, aber scheinbar hat uns dann die normale Grippe oder irgendwas anderes erwischt. Ja, aber Anna, stell dich doch erstmal gerne vor. Schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich bin Anna. Und ich habe die letzten Jahre in der feministischen Organisation Politik gemacht, habe viel zum 8. März gemacht und ja auch zum feministischen Streik. Und da können wir ja später noch drauf zurückkommen. Sehr gerne. Vielleicht nochmal kurz die Struktur, die wir uns heute überlegt haben. Also wir haben halt so ein paar Themen uns überlegt, über die wir sprechen wollen. Einmal wollen wir starten mit einer Kritik an aktuellen Tendenzen im Feminismus. Dann, was der Feminismus braucht, unserer Meinung nach. Der Frauenstreik kommt danach und zum Ende reden wir vielleicht noch ein bisschen über Männer und Feminismus, beziehungsweise wie können Männer Verbündete sein im feministischen Kampf. Genau, und vielleicht starten wir einfach mit einer Kritik an aktuellen Tendenzen im Feminismus. Ja, genau. Also ich hatte das vorgeschlagen, Kritik an den aktuellen Tendenzen im Feminismus, weil ich mir da schon seit längerer Zeit Gedanken drüber mache und ich beobachte, dass der Liberalismus sehr viel Platz und sehr viel Raum einnimmt in linksradikalen Feminismus und im linksradikalen Diskurs, dass es sich sehr viel darauf konzentriert wird, der größtmöglichsten Repräsentation von Frauen und Queers. Meine Kritik daran ist, dass die Mehrheit der Frauen nicht viel davon hat, wenn eben einzelne Frauen empowered werden und einzelne Frauen irgendwie in bessere Positionen kommen, selbst irgendwie in der Politik vertreten sind, sondern dass es darum gehen sollte, dass generell die Situation der Frauen von allen Frauen verbessert wird. Da können wir ja später nochmal konkreter drauf eingehen, dass die Gewalt weniger wird, dass die Sorgearbeit geteilt wird. Und ich finde, das sind die wichtigen Punkte und weniger darum um Repräsentation. Also ich merke auch gerade für mich selber, dass sich so die ersten beiden Themen ein bisschen überschneiden. Deswegen würde ich jetzt direkt fragen, also was ist es denn deiner Meinung nach, was jetzt genau der Hebel dann wäre, wo man ansetzen müsste, wenn es nicht Repräsentation ist? Es geht darum, die materielle Situation der Frauen zu verbessern. Natürlich der aller Menschen. Jetzt könnte man natürlich als liberaler Feminist oder liberaler Feministin sagen, dass die Repräsentation dazu beiträgt, indem die Personen dann beispielsweise im Fernsehen stärker vertreten sind und sich auch die öffentliche Meinung dazu ändert, was sich dann auch in den materiellen Verhältnissen widerspiegelt, weil die Leute dann anders auf Frauen, Queers dann blicken. Ja, also wir haben jetzt ja schon seit Jahren irgendwie eine Frau als Bundeskanzlerin, also einer der größten, höchsten Positionen, die es so geht. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich an meiner Situation, an meiner materiellen Situation was verbessert hat. Und ich denke, dass so geht es auch den meisten Frauen, dadurch, dass wir eine Frau als Bundeskanzlerin haben. Ich denke, auch ganz gut kann man das daran sehen, dass es ja weiterhin eine Ungleichbezahlung von Frauen gegenüber Männern in der Gesellschaft gibt. Das ist eben eine Ungleichbehandlung, eine Ungerechtigkeit, die ja von den patriarchalen Verhältnissen herrührt. Aber das ist ein ganz klar materielles Verhältnis und das kann eben nicht durch bessere Repräsentation oder sonst irgendwas aufgehoben werden, sondern kann nur durch eben einen konkreten Kampf an dieser Stelle um dieses Thema aufgehoben werden. Also dass es ja Frauenstreiks gibt, dass es Kämpfe in den Betrieben gibt, auf der Straße gibt, die genau dieses Thema thematisieren und am besten natürlich von der ganzen Gesellschaft gibt, dass vielleicht auch solidarische Kollegen dann sagen, ey, das geht halt nicht klar, dass jetzt hier diese irgendwie Schwangerschaft als Grund vorgeschoben wird, dass unsere Kolleginnen, die genauso gut ausgebildet sind, die genauso fähig sind wie wir, jetzt hier irgendwie weniger verdienen. Und das lässt sich ja nicht dadurch aufheben,
dass jetzt irgendwie, ja, an bestimmten Stellen irgendwie eine Frau sitzt. Natürlich teilweise vielleicht. Teilweise wird dann halt vielleicht eine Frau als Chefin sagen, ey, das heben wir hier bei uns auf oder so. Das ist gut, durchaus möglich. Aber dennoch ist es ja wieder so ein Ding, wo man dann auf den Markt vertraut, dass er das irgendwie so regelt, sag ich mal. Und es muss ja darum gehen, wirklich, dass es ein kollektives Recht für alle Frauen an der Stelle ist, garantiert zu haben, dass sie immer an allen Stellen dieser Gesellschaft gleich viel verdienen. Also aus der Praxis kenne ich das selbst, dass wenn es da eine weibliche Vorgesetzte gibt, also von einer Freundin von mir, jetzt nicht aus meiner eigenen Praxis, die macht genauso Druck. Also meine Freundin, die ist alleinerziehend und arbeitet quasi Teilzeit, ist jetzt ist aus dem Mutterschaftsurlaub zurück und macht eigentlich dieselben Aufgaben, die sie als Vollzeit gemacht hat und muss das jetzt quasi in Teilzeit schaffen. Die Vorgesetzte hat selbst Kinder und wird die Situation kennen, wie das ist, mit Kindern zu arbeiten und mit der Betreuung von Kindern, gerade in Zeiten von Corona. Und die macht genauso, wenn nicht sogar mehr Druck als der vorherige männliche Vorgesetzte. Und das ist ja der Punkt. Die Frauen, die Chefinnen, sind genauso den Zwängen ausgesetzt wie auch männlichen Kollegen. So, die haben den kapitalistischen Zwängen. Damit wird's halt nicht besser, so dass jetzt eine Frau an der Position ist, wo vorher der Mann ist. Und vor allem geht's ja auch dann darum, dass auch die Frauen dem männlichen Ideal entsprechen müssen, dass sie in diese Position kommen. Es geht halt weiter darum, andere sich gegen andere durchzusetzen, irgendwie besonders durchsetzungsstark, die Konkurrenz auszuschalten. Diese ganzen Punkte, wo man halt sieht, wie Kapitalismus und Patriarchat zusammenwirken, das männliche Ideal bleibt und vor allem auch in Führungspositionen. Die weiblichen Kolleginnen oder ja Mitarbeiter, denen geht's jetzt dadurch nicht besser. Und in den Tarif, also in den Lohnhandlungen, war das tatsächlich die Chefin, die den Lohn so runtergedrückt hat. Und diese Freundin, von der ich gerade erzähle, die ist besser qualifiziert als ihr männlicher Kollege und verdient tatsächlich weniger als ihr männlicher Kollege. So, also es ist wirklich so ein klassisches Beispiel, ja. Das ist halt ein recht einfacher Weg, um diese Forderung auszusetzen oder auch einfach, um ein gutes Bild abzugeben. Das war ja auch eigentlich, ich glaube, aus den USA kennt man das sehr häufig, wenn es Vorwürfe von rassistischer Polizeigewalt gab oder auch Polizeigewalt gegen die Queer-Community, dann wurde mal eine Transfrau oder ein Schwarzer in den Posten des Polizeichefs eingesetzt. Und das ist ja auch für die Außenwirkung genau das. Man denkt sich dann, wow, die mächtige Position wird jetzt von einer Minderheit besetzt und damit sind eigentlich diese strukturellen Probleme gelöst. Sind sie natürlich nicht. Ist ja eigentlich nur eine Art Tropfen auf den heißen Stein dann des Problems, dass die vielleicht dann mal kritischer damit umgehen. Sei ja geschenkt. Aber wie du ja schon gesagt hast, dann in einigen oder vielen Fällen dann auch nicht, weil sie halt dem Druck ausgesetzt sind, dann dem zu entsprechen. Aber selbst wenn, ist es halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Im schlimmsten Fall verschleiert es halt die Verhältnisse, ne? Die strukturellen Verhältnisse. Ja, das ist auch wirklich, das finde ich auch extrem wichtig an dieser Kritik am liberalen Feminismus, dass es ja wirklich als Aushängeschild, wie ihr das schon angeschnitten habt, benutzt wird einfach, ne? Dass man da einfach Leute als so diese Tokenisierung, also ja. Token, als Token letztendlich benutzt, um seine eigene rassistische, patriarchale, sexistische Unterdrückung, wie es jetzt in der Polizei normal ist, zu verbergen oder auch auf der Arbeit oder an anderer Stelle, ne? Ja, und vor allem muss die Gewalt gegen Frauen aufhören. Das ist ein wichtiger Punkt. Und um nochmal darauf zurückzukommen, dass mir tatsächlich Repräsentation als Endziel oder als Schwerpunkt nicht so wichtig ist in meiner politischen Arbeit. Ich finde es wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, Konzepte sich zu überlegen gemeinsam. Wie können wir der Gewalt vorbeugen? Wie kann die Gewalt aufhören gegenüber Frauen und Queers? Klar, eine Lohnangleichung, damit unsere materiellen Grundlagen verbessert werden. Thema Sorgearbeit, auch ein sehr großer Bereich. Ja, ich meine, ich denke mal, die Sachen wie Lohnangleichung oder gleicher Schutz an der Arbeitsstelle, das ist ja ein recht zentraler Bestandteil. Also dieser Klassenstandpunkt ist ja eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil, weil diese finanzielle
Unabhängigkeit dann eben auch meistens ja damit einhergeht, dass man sich nicht mehr der Gewalt des Mannes aussetzen muss, in dieser patriarchalen Gewalt innerhalb von Beziehungen, wo ja nun mal die meiste patriarchale Gewalt passiert. Und einerseits das, aber andererseits spielt ja auch für die meisten Leute der Großteil ihres Lebens auf der Arbeit statt. Ja. Und wenn ich eben schon auf der Arbeit ungleich behandelt werde, da auch sexistischer Gewalt ausgeliefert bin von Chefs und so weiter, dann ist das natürlich auch ein erheblicher Teil von dem Leben, wo der Ungleichbehandlung und der Unterdrückung. Ja, und natürlich, finanzielle Unabhängigkeit ist ein Faktor, der Gewalt möglicherweise vermindert, aber es ist nur ein Faktor. Also es geht ja darum auch ganz viel um Strukturen, die nach wie vor bestehen, wo es dann irgendwie um Anspruchsdenken von Männern geht, auf Frauen. Und die Frau ist dafür da, dem Mann ein gutes Gefühl zu geben. Es ist ja mittlerweile so, dass sehr viele Frauen finanziell unabhängig von ihren Männern sind. Also häufig, da muss man auch nochmal unterscheiden, nach dem ersten Kind ändert sich immer nochmal viel, was so Gleichberechtigung in der Beziehung angeht. Bis zum ersten Kind gehen ja häufig einfach beide arbeiten und sind finanziell unabhängig voneinander. Und dann, wenn dann die ersten Kinder kommen, dann wird das so quasi ungleichmäßiger, was die Aufgabenverteilung angeht. Und wenn die Frau dann eben in Teilzeit geht oder eben eine Pause macht. Genau, es gibt ja noch ganz viele andere Aspekte, die dazu beitragen, dass die Gewalt weiterhin Bestand bleibt. Also nicht nur die finanzielle Abhängigkeit. Also was mir vielleicht noch als Kritikpunkt einfällt an liberalen Einflüssen auf den Feminismus, wäre jetzt, dass ein Feminismus, der eben nicht von Klasse spricht und der nicht die kapitalistische Weltordnung als das Negative begreift, was sie ist, der spart ja auch einfach den allergrößten Teil der Frauen, die eben nicht aus privilegierten Verhältnissen stammen, eben aus, sowohl halt in Deutschland selber oder in den westlichen Staaten als auch vor allem in den Staaten des globalen Südens. Ja, stimmt. Also auf jeden Fall ist es wichtig zu thematisieren, welchen Prozess oder welche Position die Frau im Produktionsprozess hat, eben die der unbezahlten Reproduktionsarbeit der Arbeitskraft. Und die Ausbeutung des Mannes, der Arbeitskraft der Frau, so das die kostenlose Arbeitskraft, das ist ja eigentlich gar nicht, folgt ja gar nicht der inhärenten Logik des Kapitalismus, dass immer alles bezahlt werden muss und in Konkurrenz zueinander steht, aber innerhalb dieser Kernfamilie fehlt diese Logik, da ist es halt quasi unbezahlt. Und wenn eben die einzelne Frauen eben unabhängig von ihrem Mann sind, beziehungsweise eben nicht mehr die, das, dann verlagert sich die Care-Arbeit eben auf migrantische Frauen oder weniger privilegierte Frauen beziehungsweise Menschen. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. So, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Mein Eindruck ist auch, dass ein Grund, was du kritisiert hast oder was ihr beide kritisiert habt, ist so ein bisschen, also warum das so ist im speziell liberalen Feminismus, ist einfach, weil es ein sehr universitärer Kontext auch einfach ist, aus dem das kommt. Zumindest in nicht in allen Ländern vielleicht, es gibt ja auch in manchen Ländern wie in Spanien oder in Südamerika speziell, gibt es ja wirklich riesige feministische Massenbewegungen, wo es natürlich die von allen Teilen der Gesellschaft getragen werden. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl, oder auch in den USA zum Beispiel, dass das ein sehr, sehr universitärer Diskurs ist, der vielleicht dann auch mal am Rande versucht, irgendwie auf unteren Klassen irgendwie einzugehen und Sachen zu berücksichtigen, aber im weitesten Sinne doch eben für genau diese universitäre Bubble auch irgendwie funktioniert oder überhaupt verständlich ist. Ich würde das tatsächlich nicht so zu 100% unterschreiben, weil ich denke, dass es gibt beides. Also es gibt ja auch in den USA oder auch in Deutschland mit kommunistischen oder anarchistischen, anderen sozialistischen Bewegungen oder auch sozialdemokratischen Bewegungen gab es immer einen sehr proletarischen Feminismus und gerade in den USA auch, wenn man sich da irgendwie das in der African American Community anschaut. Nur war dieser Feminismus nie so populär publiziert, sei es in Büchern, sei es in Medien und auch nicht durch öffentlichkeitswirksame Personen vertreten. Also man hat einfach nicht so viel davon mitbekommen und ich glaube für die Populärkultur war dann einfach dieser universitäre Diskurs viel prägender. Und natürlich auch die akademischen Diskussionen, die dadurch losgetreten wurden, haben sich dann eher auch um
ganz großen Anführungszeichen gesagt, universitäre Themen gedreht und dann auch aus der Perspektive von eben AkademikerInnen. Ja, also Clara Zetkin oder sowas oder Rosa Luxemburg, das sind ja schon populäre Menschen gewesen und auch bezogen auf die Frauenfrage. Aber das ist tatsächlich eher so eine Entwicklung seit den 90ern, also so der dritten Welle, von der man spricht, dass es quasi viel von den amerikanischen Diskursen auch in Deutschland angekommen sind. Und also ich teile da eher tatsächlich die Position, dass es universitärer geworden ist. Das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Dass es auf jeden Fall jahrzehntelang eine proletarische Bewegung gegeben hat und die auch immer sich abgegrenzt hat von der bürgerlichen Frauenbewegung. Ja, also mir ging es eigentlich nur darum, das jetzt nicht so darzustellen, weil ich hatte auch schon von Leuten die Kritik eben gehört, dass sich das ja nur im universitären Kosmos abspielt und das vergräbt halt eigentlich so einen großen Teil von feministischer Geschichte. Das fände ich halt wirklich schade, wenn das dann... lässt sich dann auch leichter verteufeln. Ja, richtig. Also das ist auf jeden Fall ein total wichtiger Punkt. Welche Geschichte wird erzählt und welche nicht? So, also ist ja generell so, dass viele feministische Kämpfe beziehungsweise Frauen aus der Geschichte ausgelöscht werden, Frauen und Queers. Aber klar, die hegemoniale Erzählung ist immer die liberale Erzählung. So, von der bürgerlichen Frauenbewegung. Umso wichtiger, dass wir das immer wieder ansprechen und thematisieren, dieses Einsickern des liberalen Diskurs auch in die linksradikalen feministischen Diskurse und in den, sag ich mal jetzt allgemein gesagt, linksradikalen Feminismus. Dass wir da wirklich, da muss es einen kontinuierlichen, starken Diskurs und Reflexion und immer wieder Thematisierung von geben. Ja, weil ich finde das teilweise wirklich schon extrem, wie das eingesickert ist und wie man auch wirklich merkt, wie das der feministischen Bewegung schadet. Also ich kann jetzt nur von Deutschland das so ein bisschen nur beurteilen, wenn man das dann auch vergleicht mit Lateinamerika oder Spanien, wo wirklich, wie gesagt, ja, das eben Massenbewegungen sind und Frauen und Queers in der ersten Reihe der sozialen Kämpfe stehen und wirklich die Front der sozialen Bewegung bilden, des sozialen Wandels bilden, ist es in Deutschland noch in den Kinderschuhen aktuell leider irgendwie gefühlt. Und das liegt für mich viel eben auch an dem Einsickern von diesem liberalen Diskurs. Ja, genau. Es liegt halt allgemein auch daran, dass die Linksradikale in Deutschland generell wenig klassenkämpferisches Bewusstsein hat und klassenkämpferische Politik macht. Was mir eben noch eingefallen ist, zum Beispiel, dafür ist eben diese Auslöschung von Geschichte noch ein relativ aktuelles Beispiel. Wenn man natürlich 100 Jahren Frauenbewegung nachguckt, wer weiß denn schon, dass 1994 eine Million Frauen in Deutschland gestreikt haben? So, da finde ich das immer wichtig, sich eben in der Tradition zu sehen, in der Tradition der proletarischen Frauen, eben die Geschichte zu erzählen und ja, die Geschichte weiter zu führen und weiter zu kämpfen und daran zu erinnern und sich quasi in der Tradition zu sehen. Was ich ja auch eigentlich recht spannend finde, ist, dass bei dieser theoretischen Lücke, die so ein bisschen dadurch entsteht, wenn man jetzt nicht den Klassenstandpunkt betrachtet, dass man immer wieder versucht, neue Theoriebildung innerhalb dieses liberalen Diskurses zu betreiben, um halt diese Leerstelle auszufüllen. Und ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, den wir auch schon mal bei unserem allerersten Podcast in der Folge 1 zu Klasse angesprochen haben, nämlich diese neue Fokussierung, und ich habe das zumindest so wahrgenommen, dass es gerade in feministischen Kreisen passiert, auf Klassismus, um halt zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht mehr diesen Klassenpart, aber wir merken irgendwie, sind ja doch Leute aus dem proletarischen Kontext irgendwie benachteiligt. Und dann finden wir jetzt dieses neue Wort Klassismus, was sich eben mit der Diskriminierung von armen Menschen befasst, aber ohne wirklich an den Kern der Sache, nämlich die materiellen Verhältnisse, zu gehen. Das taucht ja so auf im intersektionalen Fokus. Das ist aber so ein Phänomen, das sehr viel im Feminismus ist, dass quasi von Diskriminierung gesprochen wird, hast ja auch gerade gesagt, das Wort. Und dass es halt irgendwie ausschließlich dann irgendwie darum geht, also dass dann eben Rassismus als Diskriminierung verstanden wird, dass eben Klasse als Diskriminierung verstanden wird. Es gibt unterschiedliche Diskurse zum Klassismus, aber der für mich da auch sehr präsent ist eben, dass es darum geht, dass Arbeiterkinder eben an Universitäten studieren können. Also dass das halt so, dass das sehr viel eben da die Benachteiligung von Arbeiterinnenkindern, so ich bin auch selbst ein Arbeiterinnenkind,
dass es schwer hatte, irgendwie an der Hochschule sich durchzusetzen und sowas alles. Aber das ist nicht, ja, also ich kenne die Problematik so, aber trotzdem ist das nicht mein Fokus. Also das würde ich nicht zu meinem Fokus meiner Politik machen, sondern eben, wie schon erwähnt, dass es eben darum geht, den Fokus auf alle Frauen zu lenken und dass er anschlussfähig ist für alle Frauen. Und das ist ein Punkt, da kann man auch drüber diskutieren, ob das was Gutes ist oder was Negatives, aber das sehe ich als was Gutes, dass es eben, klar, es gibt man muss dann eben aufpassen, dass es nicht vereinnahmt wird, aber Feminismus ist eben populär geworden, auch durch die liberalen Tendenzen und dadurch aber auch anschlussfähig. Und da kann man ja auch was Positives drin sehen. So. Genau, ich denke auch, dass das bringt uns noch mehr, auch wenn wir schon teilweise das angeschnitten haben, was der Feminismus braucht zu dem Themenbereich. Ich denke, es gibt auch andere Entwicklungen jetzt im Feminismus, die man auch positiv sehen kann. Also dass auch positiv sind, nicht nur sehen kann. Dass der Feminismus sich nicht mehr nur auf Frauen bezieht, sondern weitergeht und eben queere Kämpfe, Transkämpfe und so weiter viel stärker einbezieht. Das ist extrem wichtig, dass auch die ganze Entwicklung mit dem schwarzen Feminismus eine wichtige Rolle spielt. Also dieser intersektionale Gedanke ist ja an sich, wenn er nicht liberal aufgeladen wird, ja ein wichtiger und ein guter. Ja, absolut, klar. Und das finde ich eben, das braucht der Feminismus, ganz klar. Und das ist an sich eine gute Entwicklung. Nur das muss auch wieder dann verteidigt werden mit einem Klassenstandpunkt, dieser intersektionale Gedanke. Ja, basically ist es ja das, was ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt habt, was wir sagen würden. Ja, der Feminismus braucht vor allen Dingen einen klaren Klassenkämpfe-wische Grundlage. Scheint irgendwie die Grundthese heute zu sein. immer irgendwie im Podcast. Ja, aber das war ja die Kritik, also. Die Kritik war eben daran, dass der Feminismus zu weiß und zu bürgerlich ist. Das ist ja quasi, daraus ist ja der intersektionale Ansatz, hat sich daraus entwickelt. Tatsächlich ja auch, dass, ich weiß nicht mehr, in welchem, was das für ein Unternehmen war, aber es gab halt Kündigungen im Unternehmen und es waren halt die schwarzen Frauen, die gekündigt wurden. Die schwarzen Männer und die weißen Frauen und natürlich auch die weißen Männer wurden nicht gekündigt. So, und dann war das auch ein rechtlicher Streit. Es ging dann einen rechtlichen Streit, aber das ist zum Beispiel ein Ursprung von diesem Ansatz. Und das ist ja auf jeden Fall ein Klassenstandpunkt. So, dass eben die schwarzen Frauen gekündigt wurden. Ich hätte noch zwei weitere Themen, wo ich sagen würde, dass sie der Feminismus braucht, ist auf jeden Fall ja eine gehörige Verbindung zur Herrschaftskritik. Also. Sorry, mir fiel gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich musste irgendwie gerade so dran denken, dass du jetzt einfach so sagen würdest, so was der Feminismus wirklich braucht. Es ist eine gehörige Kritik an internalisiertem Antisemitismus. Nee, ich weiß nicht, warum ich so daran denken musste. Nee, ich musste einfach so denken, so irgendwie so, es war so ein bisschen seltsam, dass du gesagt hast, der Feminismus braucht eine gehörige. Ja, ich kann es auch nochmal neu sagen. Pass auf, was du als weißer Mann ich sagst. Ich wollte gerade sagen, jetzt erklärt der Mann mal, wie es hier geht. Die Frauen nicht mal, der ihren Humbug machen. Also was für mich auch noch wichtig ist, ist, dass der Feminismus eine Verbindung zur Herrschaftskritik beinhaltet, was jetzt natürlich einfach auch so ein bisschen, klar, Anarcho-Feminismus wäre natürlich jetzt das, was wir fokussieren und würden, wo wir uns am besten mit identifizieren könnten. Und ich finde tatsächlich auch wichtig eine Religionskritik, weil meiner Meinung nach erheblicher Teil der patriarchalen Unterdrückung eben auch auf Religionen an sich und in manchen Teilen der Welt vielleicht noch ein bisschen spezieller diese Unterdrückung von den Religionen ausgeht, und das kommt mir auch manchmal zu kurz, würde ich sagen. Ja, absolut. Ich meine, muss man sich allein in Deutschland, kannst du ja auch schon genug gucken, jetzt beispielsweise Kündigungsgründe in katholischen Einrichtungen bei Scheidung, solche Dinge, oder außerehelichen Kindern. Und ich hatte letztens auch nochmal was zu gelesen, wie viel Prozent einfach der Werktätigen in Deutschland auch genau von sowas betroffen sind. Also selbst hier darf man das nicht unterschätzen. Oder auch Abtreibungsgesetz. So, ne? Also ja. Klar gibt's da auch kapitalistische Interessen an der Strafbarkeit von Abtreibung, aber das ist natürlich ein Relikt aus und christliche Prägung. So, ne? Absolut, da wird so argumentiert. Ja, und außerhalb von Deutschland wird das natürlich in anderen Ländern, in denen staatliche Ordnung und religiöse Ordnung noch viel enger zusammenhängen, viel deutlicher.
sei es jetzt ganz aktuell bezüglich des Abtreibungsverbots in Polen, wo die katholische Kirche reinwirkt, oder dann in absoluten Extrembeispielen, wo Rechtsordnung auch mit Hilfe von islamischen Gelehrten, wie jetzt in Saudi-Arabien oder dem Iran, durchgesetzt wird. Was man ja auch ganz klar, zumindest auch in Bezug auf Polen und den Iran, sagen kann, dass eindeutig dazu führt, dass Frauen und Queers eben die Bewegung da anführen, ja, im Kampf gegen diese Gesetzgebung. Und ja, natürlich, hier in Deutschland habe ich es auch immer mal wieder mitbekommen, dass einfach wegen, ja, ich glaube, für manche Leute wahrgenommen, dem geringeren Eindringen von Religion in ihr persönliches Leben, das, was du jetzt angesprochen hast, einfach nicht so stark fokussiert wird. Obwohl es auch in Deutschland noch genug Familien gibt, in denen Religion eine große Rolle spielt und in denen darauf auch patriarchale Unterdrückung begründet wird. Mhm. Egal, ob jetzt freikirchlich oder konservativ-islamisch. Ich denke, für Deutschland und auch nicht nur für Deutschland natürlich, aber gerade für Deutschland, denke ich, ist ein sehr spannender Ansatz, oder der ja vielleicht der spannende Ansatz, ist auf jeden Fall der Frauenstreik. Und da hast du ja auch mitgewirkt. Und ja, erzähl uns doch einfach mal, was ein bisschen die Idee dahinter ist. Wie ich schon erwähnt habe, gab es 1994 in Deutschland bereits einen Frauenstreik, bei dem 1 Million Frauen mitgestreikt haben, an dem sich 1 Million Frauen beteiligt haben. Und die Idee ist, daran anzuknüpfen. Natürlich gibt es da auch die Beispiele aus Spanien und aus vielen anderen Ländern. Es geht darum, zum einen die Lohnarbeit, also Lohnarbeitskämpfe zu führen, als auch die Care-Arbeit zu bestreiken. Natürlich ist in Deutschland politischer Streik verboten und deswegen gibt es da diverse Ideen, wie man das halt umgehen kann. 2018 wurde das dann zum ersten Mal umgesetzt am 8. März. Gibt ja ein großes Frauenstreikbündnis und da gab es dann viele Überlegungen, wie man quasi streiken kann auf der Lohnarbeit, ohne quasi arge Probleme zu bekommen. Und dann gibt es da so Ideen vom Bummelstreik, dass man eben zusammen in der Mittagspause eine politische Aktion macht, dass man die Pause ausreizt, dass man nur Dienst nach Vorschrift macht am 8. März und diverse andere Ideen, die sich auch ganz gut, denke ich, umsetzen lassen. Was ich auch einen guten Ansatz finde, eben in den Betrieben anzusetzen und eben da für einen gleichen Lohn zu kämpfen und das zu thematisieren. Dann gibt's Ideen dazu, wie man die Care-Arbeit, die unbezahlte Reproduktionsarbeit, sichtbar machen kann und bestreiken kann. Das gestaltet sich natürlich auch schwierig, wenn man eben, also es ist halt schwierig, die Arbeit der Kinder zu, also die Arbeit, die man, die Sorgearbeit leistet bei Kindern oder bei kranken, pflegebedürftigen Mitmenschen. Aber da gibt's auch unterschiedliche Ideen, niederschwellige Ideen, dass man sich halt einfach so mit dem Streik solidarisiert. Da war 2018, 2019 beispielsweise das Küchenhandtuch eine Idee, dass man da drauf streikt, ich streike oder ich solidarisiere mich mit dem Streik und das aus dem Fenster hängt oder diverse andere Ideen. Dann gab es noch Ideen, eben im öffentlichen Raum sichtbar zu werden, dass man eben da auch diverse Ideen, die es halt eben auch im Linksradikalen viel gibt, so dass man irgendwie Sitzstreik macht oder sowas und darauf aufmerksam macht. Und ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, weil das eben an den materiellen Bedingungen ansetzt, dass es eben darum geht, für einen gleichen Lohn zu kämpfen, eben auch darauf aufmerksam macht, wie viel unbezahlte Arbeit Frauen und Queers machen. Ich denke, dass sich da halt einfach sehr viele Frauen von angesprochen fühlen, weil da sehr viele Frauen eben von betroffen sind. Ich hatte auch 2019 den Eindruck, dass es wirklich ein großes Potenzial hatte, auch in Deutschland. Und ich auch die Wahrnehmung, dass es so, deswegen verspreche ich mir auch so viel davon, dass es eben wirklich das Potenzial hat, eine Massenbewegung zu werden. Oder es ist ja auch 2019 zumindest so eine Tendenz schon so gewesen, so ein Ansatz davon gewesen. Meiner Wahrnehmung nach ist es aber jetzt letztes Jahr 2020 und auch dieses Jahr relativ, also auf jeden Fall schwächer geworden. Das liegt wahrscheinlich auch teilweise an Corona oder so. Aber vielleicht hast du so ein bisschen mehr Einblick oder stimmt das gar nicht, mein Eindruck? Vielleicht kriege ich es ja auch gar nicht so richtig mit. Also ich würde sagen, dass es 2020 auf jeden Fall noch groß war, aber die Medienaufmerksamkeit war natürlich weniger.
so, weil 2019, würde ich sagen, war so der Peak und es war irgendwie was Neues. 2018 gab es das halt zum ersten Mal und dann 2019 haben das dann auch die Medien aufgegriffen. Da gab es dann irgendwie sehr viel Medienwirksames. 2020 war auch nach wie vor groß und wurden viele der Ideen noch weiterhin umgesetzt und weiterentwickelt. Und ich habe jetzt tatsächlich 2021 auch nicht so viel mitbekommen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich denke, dass alle so ein bisschen inaktiver geworden sind und ja, dass man eben gucken muss, okay, wie lässt sich das mit Corona vereinbaren? So weiterhin. Und ich hoffe, ich sehe da eigentlich auch einen sehr guten Ansatz drin und ich hoffe, dass es einfach 22 wieder aufgegriffen wird und ja, noch größer wird. Auf jeden Fall, da können wir nur hoffen und das vielleicht noch zum Abschluss. Wie können denn Männers... Jetzt kommt was für die Männer. Wie können wir denn als Typen Verbündete für den Feminismus sein? Ich meine, das betrifft natürlich jetzt auch uns beide stark oder auch vielleicht natürlich viele, viele Zuhörer, die das jetzt hören. Ist das ja vielleicht auch, oder ist es nicht nur vielleicht, sondern ist es auf jeden Fall immer ein Thema. Unsere Statistiken zeigen ja auch, dass wir den einen oder anderen Mann unter unserer Zuhörerschaft haben, Zuhörerinnenschaft haben, ne? Ja, ich finde das halt ein interessantes Thema und deswegen habe ich das halt vorgeschlagen, natürlich, weil ihr euch beide als Männer definiert. Ja, fand das da deswegen nochmal interessant, das aufzugreifen. Ja, dann belehr uns. Wir haben noch eigene Gedanken. Ja, natürlich. Also, nee, sag einfach deine Gedanken erstmal dazu. Genau, es würde genau, also mein Appell ist eben darum, sich nicht zurückzulehnen und zu sagen so, okay, ich halte mich raus aus dem Kampf so. Klar, es gibt verschiedene Positionen zu dem Thema. Es gibt viele, die sagen, dass es ein Kampf der Frauen und Queers ist und dass Männer die Schnauze halten sollen. Um meine Position da nochmal irgendwie klarer zu machen, ist natürlich, dass der 8. März und generell Frauenbefreiung Thema ist, das halt hauptsächlich Frauen und Queers betrifft. Aber ich finde es so einfach zu sagen, okay, dann gehe ich nicht zu der Demo und halte mich irgendwie zurück oder bleib zu Hause so und das ist jetzt irgendwie mein Anteil daran so, sondern ich finde es sinnvoll, als Mann sich selbst mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen, was das bedeutet, wie wird der Mann eben oder welche Funktion hat der Mann im Patriarchat, vor allem auch im Zusammenspiel mit dem Kapitalismus. Ich denke, dass ihr auch als Männer, als feministische Männer gut andere Männer erreichen könnt. So genau, mein Appell ist eben, dass ihr euch halt selbst dazu Gedanken macht, also ihr die Männer, wie ihr den feministischen Kampf unterstützen könnt, wie wir das zu einem gemeinsamen Kampf machen können. Aber, also ich verstehe auf jeden Fall, das möchte ich noch ergänzen, dass der 8. März gehört natürlich den Frauen und den Frauen und Queers so und natürlich geht's da auch um Zurückhaltung von Männern und die ganze Kritik daran verstehe ich und unterstütze ich auch, dass es darum geht, dass eben Frauen und Queers sprechen und dass die eben sichtbar sind. Aber es ist auch eine gute Gelegenheit, dass sich eben Männer und auch an allen anderen Tagen sich solidarisch zeigen und sich überlegen, wie sie eben den Kampf unterstützen können, wie wir da gemeinsam kämpfen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall, das fehlt, dass sich Männer überlegen, wie schließen wir uns zusammen. Und was können wir machen? Ja, ich finde auch einfach, es reicht eben nicht, einfach nur zu sagen, ich reflektiere jetzt ein bisschen über meine Männlichkeit und beziehe mich im Endeffekt dann auch wieder nur auf mich selber. Und auch wenn es natürlich sinnvoll ist, um einfach sich nicht wie ein absolutes Arschloch in zwischenmenschlichen Beziehungen oder ganz allgemein im Leben zu verhalten, ist es dann doch eben wieder einfach nur diese Selbstbezüglichkeit. Und wenn auch das Einzige ist, was einen da irgendwie zu feministischem Kampf einfällt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und am Ende die Sache dann nur wieder über sich zu machen, dann ist das eine recht schwache feministische Leistung. Und das sollte ja eigentlich so das Minimum sein, auch für einen selber. Was ich jetzt auch so daraus gehört hatte, das wäre auch ungefähr das, wie ich es mir vorgestellt habe, einfach sich nicht in den Vordergrund rücken. Und ich denke mal auch, vor allem an solchen Tagen wie dem 8. März, dann vielleicht auch im Hintergrund die Aufgaben zu übernehmen, die halt sonst häufig von Frauen
übernommen werden, die eben nicht dann im Vordergrund stehen. Ja, genau. Und darum, da geht es dann halt, Initiative zu zeigen und eben auf feministische Orgas zuzugehen und zu sagen, hey, wir haben uns das und das überlegt, was haltet ihr davon? Weil das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren kaum bis gar nicht mitbekommen, dass es Männergruppen, wollte ich schon sagen, von mir aus einzelne Männer irgendwie gesagt haben, jo, wie können wir euren Kampf unterstützen, so. Wir sprechen natürlich heute zu der Podcast-Folge um den 8. März, aber es geht natürlich irgendwie darum, wie können eben Männer im Allgemeinen auch unterstützen? Ja, wie kann Feminismus anschlussfähig sein, so, und wie kann er eben massentauglich sein? Und da geht's halt eben nicht ohne die Männer. So, und da geht's auch nicht darum, dass man Männer verteufelt, sondern das war ja der Punkt, jetzt wiederhole ich mich, aber eben, dass ihr einfach wahrscheinlich auch einen anderen Zugang dann vielleicht zu anderen Männern habt, so, und eben eure Perspektive so vermitteln könnt. Ich finde auch, wenn man eben sagt, dass die Überwindung des Patriarchats ein gesamtgesellschaftliches Problem, also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, was ich so sehen würde, dass das gerade nicht etwas ist, wo man jetzt sagt, ah ja, das müssen irgendwie die Frauen erledigen, so, oder die Frauen und Queers erledigen, was ich extrem eine sehr eigenartige Position für mich empfinden würde, dass das sozusagen, wenn man eben sagt, so, wir sind alle natürlich auf ganz unterschiedliche Weise vom Patriarchat betroffen. Es funktioniert letztendlich nur, wenn, vielleicht nicht alle, aber ein großer Teil der Gesellschaft Kämpfe gegen das Patriarchat führt, ja, auch im Bewusstsein Fortschritte macht und so weiter, dann muss es ja darum gehen, dass wir als Männer unseren Teil dazu beitragen. In den Rahmenbedingungen, die ja auch schon genannt wurden von euch. Ja, ich meine, die Sache ist ja auch, also bei so einem Tag wie dem 8. März, wie gesagt, kann ich das gut verstehen, ja, wenn man sagt, haltet euch da zurück, weil das ist jetzt der Tag, der für uns gemacht ist. Es ist ja auch einfach so, dass das Patriarchat verwoben ist und auch dadurch überhaupt erst bestehen kann durch den Kapitalismus, durch andere Ausbeutungsverhältnisse, und das sind ja Kämpfe, die zwangsläufig eben mit Männern geführt werden oder teilweise dann auch von Männern getragen, und es geht nicht ohne die Männers. Ja, scheint so. mich erinnert das auch immer so ein bisschen, auch wenn es ein anderes Thema ist, an antirassistische Kämpfe, wo auch eben natürlich oft die Frage im Raum steht, okay, dass jetzt bei Redebeiträgen und so weiter großmögliche Repräsentationen gibt, oder es gibt natürlich auch dann so ein Critical Whiteness-Diskurs, wo dann ja die ganz, ganz radikalen Ableger davon, sag ich mal, auch sagen, ja, Weiße sollen einfach ihre Fresse halten und zuhören und so. Aber auch da würde ich genauso sagen, auch Weiße sollten ja eine Meinung zu Rassismus haben, sollten sich selber reflektieren, aber sollten auch solidarisch Kämpfe mit gegen Rassismus führen, weil natürlich, das ist eben vielleicht, um es nochmal deutlich zu machen, dass es auch natürlich andere Bereiche gibt, wo so ein gleicher, so eine gleiche Tendenz greift, und für mich muss es eben darum gehen, dass man eben sagt, am Ende sollte es dazu kommen, dass wir als Klasse gemeinsam kämpfen über unsere Unterschiede hinweg. Weil letztendlich muss ja das Ziel sein, diese künstlichen Unterschiede von Rasse, in Anführungszeichen, von Gender und so weiter, das aufzuheben. Und es muss ja irgendwann, es braucht diese Räume von Selbstverwaltung für Frauen und Queers. Es braucht diese Räume von Selbstverwaltung für von Rassismus betroffenen Menschen. Aber es muss auch diesen gemeinsamen Kampf gleichzeitig geben, um gemeinsam irgendwann in der Lage zu sein, dieses System der Unterdrückung aus den Angeln zu heben. Ja, und Anreize haben wir eigentlich jede einzelne Person genug, das zu tun. In diesem Sinne, lasst uns als Frauen und Queers organisieren, lasst uns die Straße zurückholen, wir müssen uns selbst verteidigen, zusammen am 8. März und auch darüber hinaus. Das waren doch wunderschöne kämpferische Schlussworte. Ja, ich hoffe, es hat dir auch gefallen, hier bei uns im Podcast mal zu sein. Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Nein, das schmeißen wir nicht mit rein. Doch, doch, das kommt mit rein. die einfach patriarchal durchgesetzt hier. Ja, also dann schickt uns gerne Fragen, und damit wir vielleicht ein cooles Q&A noch zusammen basteln, und ja, Glück auf.